Hey Freunde und herzlich willkommen zum Vlog Nummer 72, nachdem meine Katze Ding schon 4 oder 5 Cuts gemacht hat, da ich einfach neu anfangen muss oder einfach so nicht. So, Vlog 72 und zwar, wir werden heute ein bisschen darüber reden, was ich mir ein bisschen zugelegt habe, etc., wo ich ein wenig Zeit hatte und ein wenig krank und viel Langeweile hatte. Ich war da geguckt und habe gesagt, was machst du denn den ganzen Tag? Ich bin kein Mensch, der den ganzen Tag einfach nur rumsitzen kann. Ich gehe gerne in die Arbeit und sowas und jetzt bin ich die Woche krankgeschrieben gewesen. Also halt letzte Woche krankgeschrieben gewesen und da war ich jetzt da geguckt und habe mir da den ganzen Tag geguckt. Denke mal, was machst denn du? Was machst denn du? Was machst du den ganzen Tag, wenn es denn... Ich hasse es. Den ganzen Tag nur zocken, das geht auch nicht. Also da kriege ich die absolute Krise. So ein bisschen zocken schon, aber nicht zu viel. So, wir haben jetzt, ich habe jetzt geschaut, dass ich auf Facebook aktiver werde. Ich habe einen Twitter-Account erstellt und wie ich im letzten Video gesagt habe, auf Twitch bin ich momentan jetzt auch unterwegs. So, Twitter werde ich schauen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr mache. Das weiß ich nicht. Du lässt mich jetzt in Ruhe. Ich will hier einen Vlog aufnehmen. Du läufst hier schon die ganze Zeit hier durchs Bild. Lass mich jetzt mal in Ruhe. Und jetzt ab. Bitte. Du willst nicht auf mich hören, oder? So. Miet muss natürlich auch immer dabei sein. Sag doch wenigstens mal Hallo. So, ihr kennt ja bei mir Katze immer dabei und alles ziemlich umgeschnitten. Ich schaue es auch immer, dass ich als eins aufnehmen kann. Ansonsten mache ich klack aus, klack, neue Aufnahme. Ich bin da immer ein bisschen einartig. Ich schneide nicht so gerne und so viel in dem Video an sich. Aber lieber fange ich 5-mal neu an. So. Wie gesagt, auf den sozialen Medien. Ich werde schauen, dass ich auf Twitter, ich gehe mal kurz weg, sonst bin ich weiß. Auf Twitter ein bisschen aktiver sein wird als auf Facebook. Facebook werden halt die Videos von mir gepostet. Die Links werden alle unten hier unten in der Videobeschreibung sein. Und zwar alle. Und zwar Facebook, Twitter und Twitch werden alle unten in der Videobeschreibung sein. Und ja. Twitter werde ich schauen, dass ich ein bisschen mehr twitter, was weiß ich, wenn ich immer ein bisschen Aufnahme mache oder was weiß ich. Ich werde einfach mich auskotzen da drin. Und Twitch wird ja samstags immer der Stream kommen. Ab 18 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ist immer noch in der Aufbauphase. Ich brauche einfach jemanden, der mir da wegen hilft, so ein bisschen ein paar Logos oder was weiß ich alles ein bisschen macht. Das kriege ich nicht hin. Ich bin da zu doof dafür, glaube ich. So, und Facebook, wie gesagt, werde ich meine Videos posten halt jeden Tag ein bisschen, wer Lust hat und nicht immer wer Lust hat, auf Facebook zuzuschauen. Auf Facebook mich zu liken, mir gefällt mir zu geben. Jetzt habe ich ein Katzenhaar im Mund. Wie machst du das? Ich habe den Faden verloren. Achso, der wird halt die täglichen Videos. Man kann aber auch immer schon auf meinen Kanal gucken. Ich habe ja in der Kanalinfo, also wenn man auf den Kanal klickt und dann hinten, ganz hinten vor der Lupe, so Kanalinfo, da habe ich einen Uploadplan reingestellt, wie es abläuft. An dem halte ich mich eigentlich auch 99% der Fälle. Selten, dass da mal was anderes kommt. Oder wenn es da wirklich knapp geworden ist oder ich einfach bei der Einstellung was verpennt habe, dann schon. Was aber auch eher selten ist. Hier will ich noch ein bisschen was umbauen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, weil der Bildschirm, der steht hier, mein zweiter Bildschirm steht hier. Schaut irgendwie blöd aus. Was ich auch nächstes auch noch vorhabe, also nächste Woche, dann auch wieder Samstag, 18 Uhr würde der Vlog kommen, der nächste Vlog, die 73, möchte ich nochmal meine Wohnung zeigen, was ich so nach einem Jahr getan habe. Dafür muss ich sie aber erstmal echt aufräumen. Also es schaut nicht schlimm aus. Es schaut echt nicht schlimm aus. Es schaut halt so aus, wie ein bisschen unordentlich. Da steht ein Kaffeebecher rum, da steht was zum Trinken rum. Katzenhaare überall. Überall Katzenhaare. Überall Katzenhaare. Einfach überall. Überall.
Überall sind sie. Ich habe das T-Shirt vorne erst angezogen und ich habe hier schon immer wieder Katzenhaare dran. Das ist schlimm mit den Katzenhaaren. So, ja, ein bisschen aufräumen. Werde ich euch mal zeigen, wie meine Wohnung so nach einem Jahr, wo ich hier jetzt wohne, was ich da ein bisschen getan habe. Es hat sich schon ein bisschen was getan und ein bisschen was verändert. Aber nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe hier 5 Wände eingerissen und noch aus angebaut. Also einfach damit ihr ein bisschen auf dem Laufenden bleibt bei mir. Ich werde auch noch, als er dann, wenn es aufs Weihnachtsgeld bei mir zugeht, werde ich dann auch noch mal ein bisschen bei ihm was machen in der Wohnung. Vielleicht filme ich das, vielleicht nicht. Das werden wir ja auch erst so in ein paar Monaten sehen. Also ich habe vor, die Küche noch ein bisschen umzubauen. Jetzt musste ich erstmal überlegen, was war das eigentlich? Die Küche ein bisschen umzubauen, vielleicht im Wohnzimmer noch 2-3 Pflänzchen dazu kaufen. Um die Pflanzen, die ich mich dann nicht kümmern kann, weil ich sie vergesse, kaufe ich Pflanzen, damit ich mich nicht drum kümmern kann, weil ich sie immer wieder vergesse. Also zum Glück habe ich hier ziemlich schöne Pflanzen, da kippst du einmal im Monat Wasser nach und die freut sich. Gott sei Dank! Freut sich und auch. Die schießen dann immer so, also hier oben ganz. Ja. Das will ich machen, so einen kleinen Vlog. Zuvor muss ich wirklich mal erst ein bisschen aufräumen und sauber machen. Mal schauen, vielleicht mache ich den sogar gleich heute noch mit, wie ich vorankomme. Mit sauber machen oder aufräumen, weil ich hätte jetzt mal Zeit. Das wäre das eine zu sagen und das andere wäre, wie gesagt, ich habe jetzt noch 2 Vlog-Ideen hier im Kopf. Einmal das, was nach einem Jahr ausschaut. Und danach möchte ich noch alles, was ich so an, weil ich immer im Kopf geplant habe, was ich meistens eh nie umsetze. Oder nicht umsetzen kann, nennen wir es so. Ja, das war meine Katze. Man sieht's. Hallo Miet! Hallo Miet. Hallo Miet. Ja, schmutziger. So. Ja, gut. Das war's eigentlich auch schon wieder hier. So ein paar Projekte werde ich dann mal sagen, die ich dann mal umsetzen möchte. Katzenhaare! Jedes Video ist momentan mit, hier sind überall Katzenhaare. Der letzte Vlog ja auch. Aber dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder und freut euch auf nächsten Samstag, Vlog Nummer 73. Dann könnt ihr mal wieder ein bisschen in meine Wohnung reinschauen. Also dann, tschüss!